Bei mir ist jetzt Elia Leiser zu Gast, erster Wahlkampfleiter der EVP. Guten Tag, Elia. Guten Tag, Dennis. Die erste Frage, was treibt einen so jungen Menschen in die Politik? Da gibt es ja nicht mehr so viele von. Das ist ja so und das ist eigentlich auch schade. Meine Motivation ist, etwas zu verändern und das glaube ich jetzt seit 10 Jahren in Politik. Und Schritt für Schritt kann man Sachen angehen, kann man Sachen verändern. Gerade Solothurn, zum Beispiel neue Garderobe für den Sportclub. Und das ist das, was mich antreibt, weil ich sehe, wie ich Verantwortung übernehmen und das hat funktioniert. Was macht man als Wahlkampfleiter? Verschiedene Sachen. Das ist von Werbung gestalten auf Facebook, über Briefe versenden für die Mitglieder, über persönliche Gespräche, Podien organisieren. Es ist querbeet, also macht auch Spass, oder? Meinst du, die Arbeit unterscheidet sich, wenn man für eine eher kleinere Partei wie die EVP arbeitet, als Wahlkampfleiter, als wenn man das jetzt zum Beispiel für die SP machen würde? Ich glaube, die SP, SVP, CVP, FDP, die haben ein grösseres Budget als ich. Nur muss ich ein kreativer sein, aber schlussendlich wird sich nicht gross unterscheiden. Auch die kochen nur mit Wasser, wie es im Sportjargon sagt. Und, man kann von Anfang an immer lernen und es sind auch gute Zeiten, also es sind auch Menschen. Und dort Begegnung zu haben, das ist auch super immer. Du kandidierst selber für den Kantonsrat. Haben solche junge Leute bei so einer Wahl überhaupt eine Chance, egal aus welcher Partei sie kommen? Man wird zum Glück nicht jünger, sondern immer noch älter, oder? Und ich glaube, es ist ein Prozess, den du durchgehst, weil du musst dich langsam aufbauen, musst bekannt machen, musst auch die Sporen abverdienen, sage ich jetzt mal. Und irgendwann wird die Chance kommen. Und mal schauen, wie das mal rauskommt für die EVP. Unser Ziel ist ganz klar, die Sitzverteidigung von René Steiner, Alten Güsgen und alles, was zusätzlich kommt, nehmen wir den Handkuss. Dann wünsche ich dir noch einen schönen, erfolgreichen Tag und vielen Dank für das Gespräch. Ja, merci.